Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich grüße den Günther Henneberger, weil er unterstützt unseren Kanal hier finanziell auf meiner Patreon-Seite. Und ich grüße den Woveschuck, denn der Woveschuck, der hat sich diese Partie gewünscht. Antonia Ziegenfuß gegen Elli Peetz, gespielt 2021. Das war die DSB Kader Challenge. Und ich kann euch mal kurz zeigen. Das ist Elli Peetz, die stärkste deutsche Schachspielerin. Und sie war natürlich auch bei der Kader-Challenge Favoritin. Das waren ihre Konkurrentinnen. Gewonnen hat dann aber Jana Schneider. Und eine, die dran schuld war, dass Elli Peetz nicht gewonnen hat und ihr die einzige Niederlage zugefügt hat, das war eben Antonia Ziegenfuß hier. Und das Erstaunliche war, Elli Peetz ist ja aktuell eine 2500 Elo-Spielerin, damals hatte sie 2460 und Antonia Ziegenfuß hatte gerade mal 2101 Elo. Also das ist ein Riesenunterschied und eine Riesensensation gewesen, dass ausgerechnet sie gewonnen hat. Und wenn wir es hier sehen, das ist der Ratingverlauf hier 2021, da war sie hier bei 2101 und ist dann natürlich durch das Turnier hochgeschossen. Gewonnen hat sie nicht, also gewonnen hat ja Jana Schneider vor Peetz und Mücksch. Aber Antonia Ziegenfuß, tolle Leistung. Hier auch mal die Tabelle 3,5 Punkte geholt in einem Feld, wo sie also nach Rating die zweitschlechteste war. Ist eine hervorragende Leistung gewesen. Und dadurch ist sie dann auch in diesem einen Jahr oder seit letztem Jahr auf 2260 hochgeschossen, obwohl ja gar nicht so viele Turniere waren. Wir wollen uns die Partie anschauen. Antonia Ziegenfuß mit Weiß spielte die englische Eröffnung. Ganz interessant. Kann man auf ganz verschiedene Weisen spielen. Kann man mehr strategischer spielen, kann man ein bisschen aggressiver spielen. Und Elli Peetz hat sich hier für die Symmetrie-Variante entschieden. Sie spielt also erstmal die Züge von Weiß nach. Und das wäre auch meine Empfehlung an euch, weil man kann sich jetzt ja nicht auf jede Eröffnung total in der Tiefe vorbereiten. Und da macht es einem das ein bisschen einfacher, wenn man einfach mal, sagen wir mal, die ersten Züge nachspielt. Und es ist ja auch nicht so häufig, dass die englische Eröffnung aufs Brett kommt. Also viel typischer wären ja Königsbauerneröffnung oder Damenbauerneröffnung. Und dann Springer F3 oder eben C4. Und sich da dann immer so ein ganz ausgefeiltes Repertoire zurechtzulegen, so viel Zeit hat man ja auch nicht. Und dann hilft es einem, dass man vielleicht sagt, okay, wenn ich sowas habe wie Springer F3 oder C4, dann spiele ich erstmal die Züge einfach nach, das was Weiß macht, und überlege einfach immer, macht es noch Sinn? Und hier macht es noch Sinn. Und meine Empfehlung wäre hier einfach auch nachzuspielen. Also wirklich solch eine Stellung zu spielen. Und da habt ihr mal einfach 6 Züge hinter euch gebracht und seid im Spiel drin, habt nichts falsch gemacht, steht vernünftig. Natürlich, Weiß wird das auch kennen, aber das gibt erstmal Ruhe. Dann kommt man ein bisschen runter, wenn man die ersten Züge geschafft hat. Und irgendwann muss eigentlich mal Weiß mit D4 kommen oder D4 vorbereiten. Wenn Weiß aggressiv mit D4 kommt, dann tauscht ihr einfach. Und jetzt habt ihr hier einen starken Läufer auf der Diagonalen, der vieles angreift. Und euer Läufer kann nach E6, das ist so ein bisschen ungewohntes Feld, das müsst ihr euch merken. Oder die Dame kann hier nach A5. Ihr müsst euch nicht so viele Sorgen um den Bauern machen. Den Bauern kann man zur Not auch einfach mal opfern. Also hier guckt ja der Läufer drauf. Den kann man zur Not auch mal opfern. Dafür kriegt ihr ja hier selber Druck. Das wäre so, wenn Weiß aggressiv gleich mit D4 kommt. Wenn, sagen wir mal, Weiß das vorbereitet, D4, also was Passiveres macht, dann geht ihr aggressiv nach vorne und dann spielt ihr D5. Also wenn Weiß selber aggressiv mit D4 kommt, tauscht ihr. Und wenn Weiß irgendwas Passives macht, dann kommt ihr selber mit D5. Habt ihr so eine Stellung und wo ist jetzt das Problem für euch? Also da, ihr kriegt eure Figuren gut entwickelt, alles vernünftig.
Könnte auch sowas kommen. D3, also auch wieder was Passives. Und wenn was Passives kommt, haut ihr D5 raus. Und dann könnte sich das hier wieder so tauschen und habt ihr jetzt eigentlich kein größeres Problem. Wenn ihr sagt, ihr seid nicht der Typ fürs Nachspielen, ihr seid nicht der Typ, der was nachmacht und abwartet und ihr möchtet selber aktiv sein, dann könnt ihr hier an der Stelle auch aggressiv sein und sofort D5 spielen. Das ist auch ein interessanter Zug. Wenn Weiß tauscht, dann könntet ihr hier weiter tauschen. Es gibt hier aber auch eine gute Idee. Ihr geht mit dem Springer zurück nach D7 und spielt als nächstes E5. Und eure Figuren kontrollieren irgendwie alle Felder. Also eine ganz stabile Stellung. Also der aggressive, interessante Vorstoß in der Mitte, sofort mit D5. Also nicht weiter nachspielen, sondern selber aktiv werden. Weiß überraschen, früh D5 spielen. Und wenn getauscht wird, sich merken, natürlich könnte man hier auch tauschen, aber dieses Feld zurückzugehen, als nächstes E5 und dann habt ihr viel Kontrolle über das Zentrum mit den zwei Bauern, die ihr hier habt und mit euren Figuren. Allerdings, wenn ihr das spielt, dann müsst ihr euch damit auch mal ein bisschen auseinandersetzen. Also unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dieser Studie. Geht da drauf, ihr könnt die auch klonen, könnt ihr übernehmen, könnt das PGN exportieren, wie ihr das am besten braucht und schaut euch das an. Also, weil es kann ja auch sein, der Weiß ist tatsächlich vorbereitet. Und ihr könnt ja nicht hoffen, dass er jetzt hier tauscht, sondern ihr müsst schon damit rechnen, dass er vielleicht auch was anderes spielt. Und es gibt hier schon etwas sehr Trickreiches. Und er könnte ja auch D4 spielen. Und jetzt könnte es sein, dass ihr ihn überraschen wolltet, er aber vorbereitet ist und euch überrascht. Also mit solch einer Stellung solltet ihr euch denn mal beschäftigen. Hier kann man einmal in so eine Art, ja, Damengambit, Tarrasch, Verteidigungsstellung, sowas in der Art gehen. Es würde eben normal fortgehen, das Spiel. Ihr könnt auch tauschen und beim Tauschen solltet ihr erstmal anfangen, von der Seite ins Zentrum zu schlagen, von der Flanke zum Zentrum, von außen nach innen zu schlagen. Und jetzt am besten den anderen auch noch abtauschen. Aber das sind natürlich jetzt Varianten. Deshalb sage ich, man muss sich mal darauf vorbereiten, weil wenn der andere hier wirklich gut aufgestellt ist, dann habt ihr irgendwie sowas auf dem Brett. Es hält alles, aber wenn man das nie gesehen hat, hier droht man auch mit der Gabel. Aber wenn man sowas nie gesehen hat, dann ist es schon so ein bisschen puh. Und hier hat man sozusagen als Schwarzer seinen Mehrbauern wieder weggegeben. Man bekommt die Figuren gut ins Spiel, aber Weiß hat auch kein Problem. Also Weiß kann ja auch Rochade machen, den Läufer ins Spiel bringen. Und die Bauernstruktur ist natürlich ein Tick besser für Weiß. Also ihr habt hier so einen isolierten Bauern. Na gut, dafür hat der Turm eine offene Linie. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber ihr seht, das ist eine komplizierte Variante. Und es ist wirklich die Frage, ob jetzt Weiß so einen trickreichen Zug wie D4 kennt und darauf vorbereitet ist. Aber ihr könnt jetzt nicht einfach nur das mal ausprobieren, um zu gucken, was passiert. Kann man beim Blitzen machen online. Aber wenn ihr jetzt eine Turnierpartie habt, dann solltet ihr, sagen wir mal, hier kein D5 raushauen, wenn ihr euch nicht zum Beispiel mit D4 beschäftigt habt. Kommen wir mal zur Partie zurück. In der Partie kam G6, ist auch der häufigste Zug. Also nicht mehr direkt nachzuspielen, sondern gleich den Läufer hier zu fianchettieren. Und der Sinn, dass Schwarz gesagt hat, okay, ich spiele den Springer noch nicht raus. Der Sinn ist, dass man so ein Tempo gewinnt und als erster D5 spielen möchte. Unterstützt durch den anderen Bauern, um hier vielleicht so ein schönes Zentrum, Bauernzentrum zu bilden. Also man lässt einen typischen Zug weg, um dadurch dieses Tempo zu investieren, um hier zu expandieren im Zentrum. Das ist jetzt ein interessanter Weg von diesem Springer. Der Springer wird gleich,
glaube ich, noch mal ein bisschen ziehen, weil er wird angegriffen. Es soll so ein bisschen D4 verhindern. D4 könnte man ja trotzdem spielen. Also Weiß unterstützt das ja genug, mit genug Figuren. Aber Antonia Ziegenfuß hat erstmal den Springer vertrieben. Und der Springer könnte eigentlich schön hier vorne reingehen. Und vielleicht hatte LIP so ein bisschen Angst, oh, da tauschen sich ein paar Figuren, weil sie ist ja die große Favoritin in der Partie gewesen. Und dann möchte man eigentlich nicht Figuren tauschen. Und man möchte so ein bisschen etwas spielen, was kompliziert ist, was ungewöhnlich ist, damit der unerfahrene Gegner, also Antonia Ziegenfuß, 17 Jahre, damals 16 Jahre, dass man sie ein bisschen aus der Theorie rauskriegt und dann so überspielen kann. Und deshalb hier so ein bisschen trickreich durch die Gegend gezogen mit dem Springer, um eventuell jetzt hier doch D5 vorzubereiten. Aber jetzt kommt Weiß selber. Und es sieht so aus, als hätte Weiß jetzt eigentlich einen Bauern verloren. Es sieht nicht so, nur so aus, es ist auch so. Aber greift den wieder an, um sich den zurückzuholen und droht vielleicht auch hier rein zu hüpfen und die Rochade kaputt zu machen. Und das Beste wäre jetzt hier einfach mal Rochade zu machen, dass der König aus der Mitte weg ist. Oder eben auch tatsächlich aggressiv in der Mitte D5 zu spielen. Macht man eigentlich ungern, wenn der König noch in der Mitte rumsteht. Aber es wäre hier durchaus möglich. Stattdessen der Versuch hier, den Bauern nochmal zu decken und dieses Feld zu kontrollieren. Bloß jetzt wird die Dame auch wieder durch die Gegend geschubst. Die Dame muss wieder rüber. Und wenn wir uns das mal anschauen, Weiß hat viel Raum gewonnen durch die ganzen Bauern, die hier viel Felder kontrollieren. Und wo genau sollen diese Figuren eigentlich hin? Der Springer kommt nicht raus, der Läufer ist eingemauert, der Turm ist eingemauert. Also so trickreich und ja, einfallsreich und ein bisschen ungewöhnlich schwarz vielleicht hier seine Figuren gezogen hat, ist es ein Nachteil, weil Weiß hat Tempo auf die Figuren genommen, zum Beispiel auf die Dame, und hat dadurch viel Raum durch die Bauern gewonnen. Und wenn man eben so geengt, beengt steht, muss man eben Linien aufmachen, Bauernvorstoß. Und das macht hier Elipets. Bloß Weiß reagiert gar nicht direkt drauf, sondern startet einen Gegenangriff. Schwarz tauscht einmal, weil jetzt ist der Springer nicht mehr gedeckt. Aber Weiß nimmt den einfach. Und jetzt ist die Frage, nimmt man jetzt hier und gibt den Turm? Das wäre ja ein Qualitätsopfer. Also immer wenn man einen Turm opfert für eine Leichtfigur, einen Springer oder Läufer, nennt man das ein Qualitätsopfer. Können wir uns mal anschauen. Also es ist ja nicht so, dass Schwarz jetzt nicht was gewonnen hätte. Schwarz hat jetzt natürlich den Turm für einen Läufer gegeben, aber dafür auch zwei Bauern mehr. Also rein nach Material sieht es gar nicht schlecht aus. Und wenn man für diese Qualität noch Bauern kriegt oder ein, dann überlegt man sich das. Aber wenn wir uns diese Stellung mal anschauen, der Turm ist im Spiel, hat hier offene Linien genug. Kann die Dame angreifen, die Dame ist im Spiel. Der Läufer steht hier ganz gefährlich auf der Diagonalen. Und was ist mit den Figuren, die Schwarz dafür hat? Dieser Turm spielt immer noch nicht mit. Und dieser Läufer kommt auch nicht wirklich ins Spiel. Natürlich ist ein Läuferpaar gut, aber es ist hier nicht stark genug für dieses Qualitätsopfer, weil die weißen Figuren einfach viel aktiver sind als die schwarzen. Und es müsste andersrum sein, dass sich das lohnt. Deswegen hat hier auch Elipets gesagt, okay, ich gebe den Turm nicht. Es sind immer noch zwei Figuren von dir angegriffen. Der Springer zieht sich zurück mit Tempo auf die Dame, wird getauscht und hier eben nicht sofort zurückschlagen, sondern erstmal eine Gegendrohung, sehr schön, so ein Zwischenzug. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Und
Weiß sichert sich den Läufer und stellt ihn hier rein. Dadurch steht der König hier ziemlich gefährlich. Aber nicht vergessen, hier hängt auch was. Das heißt, hier ist wieder das Qualitätsopfer. Und zwar jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt schauen wir mal, so war ja auch die Partie. Wie sieht das jetzt aus? Vergleicht mal das mit der Stellung eben. Weiß hat jetzt den Turm geopfert, hat dafür die zwei Läufer. Und beide Läufer sind stark. Beide Läufer sind verdammt stark. Die gucken hier rein. Der guckt hier auf der Diagonalen Richtung Turm. Und der kann sich nicht bewegen, der kann sich nicht bewegen. Das heißt, das war ein sehr gutes Qualitätsopfer von Weiß. Schwarz schafft sich ein Fluchtloch, damit der König sich bewegen kann. Aber das gibt auch Weiß gleich ein Angriffsziel für seine Dame. König deckt den Bauern. Jetzt wird die Dame angegriffen. Und jetzt kommt ein Zug, der ist vielleicht für euch ein bisschen überraschend. Turm B8. Was ist das? Ein Patzer? Hat da Schwarz was übersehen? Die Dame geht ja verloren. Nein, das war Absicht. Und wir wollen es mal anschauen, warum hier Elipeth die Dame geopfert hat. Sagen wir mal, die Dame geht raus und rettet sich. Denn ist das jetzt eine Aufgabe für euch? Findet den Zug für Weiß, der hier gewinnt. Weil hier gibt es jetzt einen Gewinnzug. Und es ist ein gar nicht so offensichtlicher Gewinnzug. Es ist eher ein Motiv. Es ist eher ein Gewinnweg. So, das reicht als Tipps. Turm D4. Warum ist das so schlimm? Ich kann ja hier einfach mehr wegnehmen. Ja, aber wenn ihr es eben nicht gesehen habt, überlegt mal jetzt. Jetzt gibt es sogar ein Matt. Und zwar kann die Dame sich hier opfern. Wenn er zurückgeht, geht er einfach hier matt. Und jetzt geht er aber auch matt. Und da sieht man mal, wie verdammt stark dieser Läufer ist. Und das hat Elipeth gesehen und hat gesehen, okay, es gibt hier keinen Weg. Ich muss verhindern, dass der Turm hier rüber geht. Und hat deshalb die Dame gegeben. Hatte vorher ja immerhin die Qualität gewonnen. Also rein nach Material, wenn wir jetzt mal sagen, okay, 9 plus 6 Punkte sind 15. Und das sind 13. Zählen wir noch die Bauern. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist ja so halbwegs gleich. Es ist allerdings nicht gleich, weil die weißen Figuren sind alle viel, viel aktiver. Und das werden wir hier schön sehen, wie weiß das macht. Erstmal einen Bauern gewonnen. Und jetzt kommt die Dame rüber. Immer Drohungen aufstellen. Und die nächste Figur kommt auch. Und alle drei Figuren kommen hier hin. Und die Türme stehen hier drüben und können dich wirklich helfen. Mal ein Bauern gewonnen, schön. Dafür kommt die Dame jetzt rein. Und hier gibt es jetzt wieder einen tollen Gewinnzug. Den findet ihr bestimmt. Ich zeige ihn. Es ist ein Läuferopfer. Und warum funktioniert das? Schwarz kann den nicht schlagen, weil das wird matt. Da sieht man, alle drei Figuren von Weiß sind im Angriff und die Schwarzen quälen sich noch irgendwie aus der Ecke raus. Also, Schwarz kann nicht zurückschlagen, er deckt den Bauern nochmal, weil hier droht er ja auch die Dame zu schlagen. Der Läufer geht zurück, weil jetzt hätte Schwarz ihn schlagen können. Der Läufer möchte sich nicht irgendwie wegtauschen lassen. Und jetzt kommen doch ein bisschen die schwarzen Figuren aus der Deckung rausgekrochen. Aber schaut euch diesen armen König an. Also, das ist wirklich schon sehr traurig. Und wenn jetzt Weiß versucht, hier ein Matt aufzubauen, durch die Dame, denn hätte Elipeth sich gefreut und das Turnier vermutlich gewonnen, weil jetzt hätte Antonia Ziegenfuß etwas übersehen, aber das ist natürlich in der Partie nicht passiert. Aber das zeigt mal, wie gefährlich das ist. Warum? Was ist passiert? Schwarz hat dann doch noch eine Drohung aufgestellt.
und würde plötzlich gewinnen. Also das wäre natürlich die Katastrophe gewesen. Stattdessen sehr gut gesehen, die Gefahr, und einfach dem König ein Fluchtfeld verschafft. Und der bleibt ja weiterhin in Gefahr. Und jetzt droht das Matt. Letzter Versuch, das zu decken. Aber hier hat jetzt Eli Peetz aufgegeben und Antonia Ziegenfuß hat einen Wahnsinnssieg hingelegt. Wir können noch mal ein bisschen weiterschauen. Was ist jetzt das Problem? Sagen wir mal, was soll Schwarz machen? Nimmt er hier einfach einen Bauern? Was gewinnt jetzt hier? Wie ist das Vorgehen? Das Vorgehen ist Schach. Schwarz muss schlagen. Nochmal Schach. Schwarz muss schlagen. Und jetzt seht ihr das Matt. Der Bauer hilft dabei. Schach und Matt. Also eine ganz tolle Partie von der jungen Antonia Ziegenfuß gegen eine eigentlich übermächtige Gegnerin mit über 300 Elo mehr. Aber man konnte in dieser Partie wunderbar dieses Motiv Qualitätsopfer sehen. Und zwar hatte erst Eli Peetz die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe den Turm für den Läufer, schnappe mir dafür aber noch Bauern. Reicht das als Kompensation? Und dann muss man sich eben immer überlegen, sind nach diesem Qualitätsopfer meine Figuren, die verbleiben, also jetzt zum Beispiel die Läufer oder ganz konkret die Läufer, sind die stark genug? Habe ich dadurch Kompensation genug? Und das ist hier nicht der Fall, weil Weiß hat die Qualität mehr und alle Figuren sind aktiver als die Schwarzen. Und dann ist ein Qualitätsopfer unsinnig. Auf der anderen Seite, hier das Qualitätsopfer, den Turm zu geben, war hervorragend. Weil man muss sich diese Stellung verinnerlichen oder vom inneren Auge verdeutlichen und sagen, okay, was sind jetzt meine Figuren? Ich habe die Qualität geopfert. Was ist mit den Figuren, die mir bleiben? Und diese Figuren, die mir bleiben, sind unglaublich stark. Die Läufer sind ganz stark und die schwarzen Figuren kommen gar nicht ins Spiel. Also ein Turm von Schwarz hat ja bis zum Ende gar nicht mitgespielt. Und jetzt nochmal im Schnelldurchgang. Dieser tolle Angriff, alle Figuren greifen sie den König an. Es wird noch eine Figur weggeopfert, weil auch die verbleibenden Figuren reichen zum schönen Matt. Also eine ganz tolle Partie mit viel Qualität. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vuvuzela, das habe ich nur für dich gezeigt. Und vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.